Seit nun knapp 3 Jahren ist die Gesetzgebung der Wallonischen Region in Bezug auf die Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit von Erde in Kraft. Dieser gesetzliche Rahmen sieht zum Beispiel vor, dass ab einer bestimmten Menge von Erdreich, das abtransportiert werden muss, ein Erdequalitätskontrollschein bzw. ein Erdequalitätsbericht vorliegen muss. Zudem darf eine bestimmte Menge nur an entsprechenden Deponierstellen entsorgt werden. Diese Abladestellen sind nicht unbedingt innerhalb der DG oder im nahen Umkreis unserer Gemeinschaft vorhanden. Diese verschärfte Gesetzgebung stellt sowohl für die Projektautoren als auch für die Ausschaffungsfirmen bedeutsame administrative und finanzielle Hürden dar. Bauprojekte von der öffentlichen Hand als auch von Privatbürgern werden vor dem Hintergrund der steigenden Materialkosten, Inflation, erhöhte Zinsen, steigende Energiepreise und gestörten Lieferketten nun durch ein weiteres Hindernis zusätzlich bedroht. Diese wallonische Gesetzgebung mag zwar die Umweltzuständigkeit betreffen, aber in der Praxis sind zahlreiche Bauprojekte hiervon betroffen. Wie so oft bei solchen Zuständigkeiten der Wallonischen Region gibt es eine bedeutsame Überschneidung mit unserer eigenen Raumordnungskompetenz. Dazu meine Fragen. Ist der Regierung diese Problematik bereits bekannt? Gibt es seitens der Regierung eine Kostenschätzung, die das Ausmaß der Mehrkosten infolge dieser Gesetzgebung beziffert? Und wie gedenkt die Regierung mit diesem Thema in naher Zukunft umzugehen? Die Probleme rund um die Valterre-Gesetzgebung der Wallonischen Region sind der Regierung bekannt. Mit verschiedenen Unternehmen im Tiefbau, aber auch im Gartenbau, aber auch mit der Baukonföderation habe ich bereits über diese Problematik ausgetauscht. Die Regeln sind nicht nur recht komplex und äußerst schwierig einzuhalten. Sie erhöhen maßgeblich die Bürokratie für die Bevölkerung und die Bauwirtschaft und sie führen zu Mehrkosten. Mittelfristig werden diese Regeln je nach Fall Bautätigkeiten unbezahlbar machen. Ab 400 Kubikmetern und von Fall zu Fall werden die erwähnten Erdqualitätskontrollscheine und auch die Berichte verlangt, was ja an sich einen bürokratischen Aufwand bedeutet. Auch werden Bodenanalysen gefordert, Transportpapiere müssen beantragt und genehmigt, jegliche Erdbewegungen müssen gemeldet werden und vieles mehr. Diese Unterlagen sind zwingend erforderlich und sie sind auch kostenpflichtig. Das heißt, es entstehen auch Kosten in Bezug auf die Vorbereitung, noch gar nicht auf die Entsorgung als solches an. Da es keine Deponiestellen in der DG gibt, müssen die hiesigen Unternehmen weit in die Wallonie fahren, in den schlimmsten Fällen sogar bis Tournai. Da meistens mehrere Fahrten von längeren Strecken benötigt werden, gibt es anhand der Spritkosten weitere Mehrkosten, die die Existenzgrundlage der betroffenen Firmen zusätzlich bedrohen. Eine überregionale Entsorgung von Erdreich ist auch nicht erwägenswert, da diese Alternative letztendlich nur zu mehr administrativen und finanziellen Hindernissen führt. Eine ähnliche Rückmeldung habe ich von unserer Verwaltung erhalten. Man sieht stets mehr Fälle, wo die Menge an zu abtransportierendem Erdreich eine größere Rolle bei der Anfrage der Genehmigung spielt. Projekte werden umgestaltet bzw. neu geplant, um so wenig Erde wie möglich abtransportieren zu müssen. Und ein ähnliches Problem betrifft bereits erteilte Genehmigungen. Diese drohen zu verfallen, also wir sprechen jetzt von erteilten Genehmigungen, weil sie aufgrund der finanziellen Zwänge nicht umgesetzt werden können. Soweit sind wir also schon gekommen. Die DG-Regierung hat keine eigenen Kostenschätzungen, doch Studienbüros haben im Auftrag der Wallonischen Region einen Bericht erstellt. Dabei wird deutlich, dass in den letzten 2 Jahren die Kosten für Erdaushub um 50% gestiegen sind. Und Auslöser für diese Kosten ist auf jeden Fall das Valterre-Dekret. Diese Lage ist langfristig finanziell nicht haltbar. Neben dem Anstieg der Kosten für Materialien, für Energie und Kredite sprengen die Auflagen der Valterre-Gesetzgebung den finanziellen Rahmen von privaten Haushalten und auch von der Bauwirtschaft. Und sicherlich war der Ursprungsgedanke der Gesetzgebung richtig.
Unkontrollierte Bewegungen von verseuchtem Erdreich sollten eingegrenzt werden. Allerdings wurde die Regelung nicht auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Es ist zu befürchten, dass Unternehmen und Bauträger in die Illegalität getrieben werden, um Bürokratie und Kosten zu umgehen. Daher sehe ich zu diesem Thema einen akuten Handlungsbedarf. Das Bauen muss bezahlbar sein und auch der Bausektor braucht im Zuge steigender Preise Unterstützung. Das ist für den Wirtschaftsstandort Ostbelgien von existenzieller Bedeutung. Und wir werden daher das Gespräch mit der zuständigen Ministerin Tellier suchen, als auch bei der anstehenden Bürgermeisterkonferenz, die diesen Donnerstag stattfindet, mit den neuen Gemeinden darüber sprechen, welche gemeinsame Lösungsansätze erarbeitet werden können. Denn neben der Frage einer Lockerung der Gesetzgebung stellt sich die Frage, ob nicht auf dem Gebiet deutscher Sprache eine oder mehrere Stellen für Erdaushub entstehen könnten. Und das können wir oder das muss auf jeden Fall mit den Gemeinden besprochen werden und am besten auch von Ihnen in die Wege geleitet werden. Danke. Ja, ich freue mich sehr, dass die Regierung die Problematik klar erkannt hat. Da gibt es natürlich keine Wunderlösungen und es ist auch ein schwieriges Thema, wo ein gewisser Interessenausgleich, um nicht zu sagen, ein Zielkonflikt durchaus bestehen kann. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Dimension auch für unsere Region hier maßgeschneidert in den Griff bekommen. Und dazu ist natürlich jetzt unmittelbar eine Zusammenarbeit mit der Wallonischen Region sehr wichtig. Da ist es auch wichtig, dass die Kommunen so mit eingebunden werden, dass sie nicht nur immer aus der reinen Kirchturmspolitik sehen. Denn bei Erdhubfragen wird sehr oft dann von den Kommunen nur ihre eigene Situation gesehen. Gewisse Lösungen müssten dann auch schon überörtlich und zwischen den einzelnen Gemeinden gemeinsam gelöst werden. Aber ganz fundamental bin ich der Meinung, dass wir diese und ähnliche Probleme noch mal sehr gründlich uns vorknüpfen müssen, wenn wir in absehbarer Zukunft hier in diesem Ausschuss darüber beraten, welche weiteren regionalen Zuständigkeiten wir in Zukunft an die deutschsprachige Gemeinschaft übertragen sehen möchten. Denn es gibt gerade beim Raumordnungsthema verschiedene konnexe Themen, die äußerst wichtig sind. Und für mich gehört dieses Thema auf jeden Fall dazu.